Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe X-Faktor. Der Horror ist nicht weit, auch zu den Festtagen. Heute haben wir drei Geschichten für euch, die euch einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Mein Name ist Klagen die Bluff und das ist die Weihnachtsausgabe X-Faktor. Gutes Gruseln! X-Faktor. Ist da die Pizzeria? Mein Name ist Schmeigel Armin Hector und ich betreibe die Sendung X-Faktor. Sie werden morgen sterben. An Weihnachten will man mit der Familie entspannen und man möchte sich vertragen. Doch der kleine Junge wurde allein gelassen. Das einzige Gerät, ein Handy. Der Horror an Weihnachten ist allgegenwärtig. Auch der kleine Sebastian musste das feststellen. Mein Name ist Thomas und das ist X. Mein Name ist Sebastian und ich weiß nicht, wo sind meine Eltern? Mama! 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 Ich ruf sie mal an. Mama? Basti? Wo seid ihr alle? Ich bin allein zu Hause. Es ist doch Weihnachten. Du bist allein zu Hause? Ja, wir sind hier auf Gran Canaria. Das hatten wir dir doch erzählt, oder nicht? Wie ihr seid? Ich schick dir gleich mal ein paar Bilder. Wieso? Was ist denn? Heute ist doch Weihnachten. Ich dachte, wir wollen zu Onkel Thomas. Weihnachten? Heiligabend ist heute. Oh du, hier ist das Wetter so schön, da kommt man ganz drüber weg. Oh, das tut mir jetzt ein bisschen leid, Basti, das holen wir nach. Du, tut mir leid, jetzt die Bar macht jetzt auch gerade auf. Wir können ja nachher nochmal telefonieren. Ja, und Geschenke, das ist ja auch alles nicht mehr so wichtig, oder? Ihr seid doch jetzt auch echt erwachsen. Mensch, komm, hast du nicht einen Freund, wo du hingehen kannst? Nein. Bitte. Ich muss jetzt zur Bar. Ich schicke dir nachher Bilder. Komm, Kopf hoch. Okay. Mach's erstmal gut. Ja. Hab dich lieb. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss, tschüss. Lassen die mich einfach allein hier. Ist die Süßigkeit. Mama! Es wird schon nicht so schlimm sein. Ich meine, Weihnachten ist ja auch ein Fest der Liebe. Oder so. Das wird jetzt nicht so ausschlaggebend sein, ob jetzt meine Familie ist. Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auch mich. Noch mehr von ihnen, Leckersüßigkeit. You're on my list. Huh? Welche Liste? Vielleicht rufe ich doch meinen Kumpel Freddy an. Jo, was geht? Jo, hi, kann ich vielleicht Weihnachten bei dir verbringen? Ja, klar, Timmy. Ich bin hier gerade allein zu Hause und meine Mom ist auf Gran Canaria. Scheiße. Die hat gesagt, ich soll meine Freunde anrufen. Ja, klar. Und ich habe gerade Süßigkeiten gesammelt und dann meinte eine Stimme zu mir, ich bin auf der Liste und jetzt habe ich Angst, deshalb kann ich vorbeikommen. Ja. Juppie. Gut, Freddy hat Zeit. Immerhin. Sebastian, allein zu Hause, das ist... Freddy, ich muss zu dir kommen. Der blöde Weihnachtsmann hier auf dem Weg. Freddy! Freddy! You will die! Freddy, der ist... Freddy! Freddy! Santa Claus is coming to town! Da! Da ist es! Freddy, komm! Freddy! Excellent! Oh, ich bin wieder zu Hause. Freddy, bist du da? Oh! I win! Yo, Tibi, wie lange brauchst du denn? Mama sagt, ich soll das Zimmer aufräumen. Aber hier sieht's aus wie Scheiße. Ja, du musst noch ein bisschen warten, bis du vorbeikommen kannst, okay? Dauert ein bisschen. Aber wenn ich jetzt gerade nicht bei Freddy zu Hause war, wo war ich denn dann?
Mein Name ist Mango Bango. Das war so nicht geplant. Zu einem Weihnachtsfest gehört ein Tannenbaum. Sowie Christbaumkugeln. Hi, ich bin Chris. Doch was dann an diesem Abend aus dem Weihnachtsmann wurde, hätte er auch nicht ahnen können. Ein unvorstellbarer Horror. Mein Name ist Kilibabonks und das ist X-Faktor. Ho, 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 ho. I am Santa. Nein! I don't know if you have been naughty or nice. Ich war nett! I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Mein Name ist Findus Knindus und, Weihnachtsmann! Oh, ich hab so viele Wünsche! Santa. I don't know if you have been naughty or nice. Das hast du gerade schon gesagt. I wish you all a Merry Christmas. Danke. Ich wünsche mir ein Lamborghini und ein Fleischwolf. Ich wünsche mir ganz viel Schnee zu Weihnachten und dass meine Tante Annegret mir mein Gameboy zurückgibt. Santa, ich liebe dich. Da zieht mich was am Fuß. I am Santa. Hilfe! Santa, hilf mir! Hilfe! Ich bin der Happy New Year. Wo bin ich? Santa! Santa! Warum? Santa! Was ist denn jetzt passiert? Was muss ich machen? Telefon? Zahlen? Hallo? Mama? Was ist mit Santa passiert? Was ist das? Eine Stinkesocke. Santa, alles gut? Santa? Santa, ich warte dich! Santa! Was kann ich denn mit dem... Ich will die Scheißsocke aufheben. Was ist denn mit der Scheißsocke? Hab ich sie? Ich hab die Scheißsocke. Okay, ich hab keine Ahnung... Ich hab wirklich legit keine Ahnung, was hier Santa genau von mir will. Hier ist... Was ist das hier für ein Raum? Ein Rechner? Warum ist das so scheiße? Hä, ich dachte, hier geht's jetzt irgendwie um Spaß. Ist das Memory? Hey, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Play и игра под названием 14.0. Ich komme hier nicht raus! Das ist ein Horror-Game! Ich komme hier nicht... Man lässt sich mit einem Strahl den Popo buttern. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wer ist er? Oh gut! Warte. Oh mein Gott! Ich bin gefangen! Der ist sehr doll! Stopp! Oh, Gott sei Dank! Was war das denn? Warte mal, 9238, wir haben den Code. Hier, für ihn hier. Was ist das? Ein Notizbuch. Das war sogar irgendwie worth. Er hat jetzt hier Werbung für seinen scheiß YouTube gemacht und jetzt komme ich weiter, oder what? Oh, eine Christbaumkugel. Anscheinend müssen wir die sammeln. So, ich habe jetzt hier so eine Socke. Ich weiß nicht genau, wo ich die... Muss ich die vielleicht in die Waschmaschine machen? Ja, er ist wieder nach unten. Okay. All good. Mein blauer Arbeitspullover von Samstag müsste noch bei dir sein. Blauer Menschenpullover, ein blauer Mann. Was? Was war das denn für eine dumme Scheiße jetzt schon wieder? Ich wollte hier nur telefonieren, du Kacklappen. Alle Kinder! Fucking Christmas! Ho, 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 ho. I am Santa. I don't know if you have been naughty or nice. Ich hatte jemand am Arm gezogen, am Bein. Was ist passiert? Ich hatte einen ganz schlimmen Traum, dass ich gefangen war mit einem Zombie-Weihnachtsmann.
War das etwa alles nur ein Traum? Oder ist das wirklich passiert? Die junge Liebe, etwas, wonach jeder Mensch strebt, ein Ring, sie zu knechten oder in die bunte Ehe einzugehen. Ach, wie schön wär's, wenn man an Weihnachten seiner Geliebten einen Heiratsantrag macht, denn er wollte zu seiner Frau. Doch was er dann erwartete, das habt ihr nicht erwartet. Horror, Verzweiflung und ein Versteckspiel des Todes. Mein Name ist Flagubagu Schneeflandus und ich betreibe diese Sendung, X-Faktor. Es ist Weihnacht. Mein Name ist Florian. Und es ist die Weihnachtszeit. Ich bin natürlich big in love mit meiner Freundin, die wohnt auf der anderen Straßenseite und hat mich schon eingeladen, dass ich jetzt rüberkomme. Es ist ein krasser Schneesturm da draußen. Ich habe hier überlegt, ich mache ihr heute einen Heiratsantrag. Ne? Ich gehe da heute am Christmas Day vorbei und mache ihr einen Heiratsantrag. Ne? So. Packen wir uns ein bisschen wärmer ein, würde ich sagen. Ja, Geschenke habe ich schon eingepackt. Ein paar so kleine Fäckelchen habe ich auch. Ich hole mir mal eine Jacke. So. Nee, damit wir hier nicht draußen erfrieren, wenn wir darüber gehen. Ne? Mein Schatzibu, ich komme. Schatzibu! Schatzibu! Schatzibu, ich komme. So. Ich bin da. Ich bin da, Schatz. Ich habe auch ein Geschenk mitgebracht. Sekunde. Sag mal, ist hier irgendwo ein Kleiderhaken? Ansonsten würde ich das hier einfach schon mal aufhängen. Ich häng mal meine Jacke auf. Ich bin sofort oben. Gib mir eine Sekunde. Ja. Klasse. Na, wo ist denn mein Schnuckelputzel? Hä? Schnuckel? Schnuckel die Buckel, die Schnuckel die Fnuckel, die Buckel, die Buckel, die Buckel, die Schnucki, Schnucki! Wo ist mein Schatz? Da war sie doch. Oh, gehen wir mal ran. Where are you? Ich bin doch im Haus, oder nicht? Hä? Looks like you broke into the wrong house. Get out of there before you get... Schatzi-Fnatzi? Warum weiß ich nicht, wie das Haus von meiner Freundin aussieht? Das macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Nee, die verarscht mich doch. Die will hier ein paar Spielchen mit mir spielen, oder? Schnucki Fnuffi, wo bist denn du? Du kleiner Honigdachs. Ach, da bist du ja. Oh, du kleiner Honigdachs. Oh, das ist ja jetzt blöd. Meine kleine Mücke. Ach, hast du hier Filmeabend vorbereitet? Oder wie soll ich das jetzt deuten? Mein kleiner Karpfen. Hä? Oh, du hast Essen gekocht. Spaghetti Bolo. Bolo. Ja, das ist ja nett. Hä? Hallöchen, meine Kleinen. Ist das ein Brief von dir? Ach, sie ist so süß. So knuffi-buffi. Wir sind überall. Schnuckel, Schnuck. Mein kleiner Krümel. Du hast den Weihnachtsmann besorgt. Alles wird heute passieren. Er darf nicht entkommen. Er ist bereits hier. Oh! Honey, are you there? Du hörst dich komisch an, mein Schnuckelschnuck. Ich geh mal hier unter den Tisch, nur aus Sicherheit. Oh, das ist ja... Meine kleine Katzenpfote, warum hast denn du so lange Fingernägelchen? Meine Kleopatra. Ich geh mal hier durch, da freue ich mich besonders drauf, mein kleines Engelchen. Mein kleiner Weihnachtswichtel. Nein. So. Hasi! Mr. Beast? Bin ich hier in einem von deinen Videos? Na gut, kann er jetzt nicht so, also... That's crazy.
crazy goal. Warum haut denn jetzt die Wand vor mir ab? Ist doch Weihnachten. Ja. Hi, na? Mark, stop scaring me. I know that you're here. I found the Christmas tree that you knocked over. And why did you take off its decorations? Do you even know how long it took me to decorate it? Das war ich nicht. Aber wer sind denn die jetzt? Ach so. Ach. Ach. Pass auf, und jetzt müsste ich hier die Kugeln finden, damit wir weiterkommen, habe ich recht? Naja, naja. Ist ja wild. Nummer 1 habe ich. Oh. Hoffentlich sieht sie uns nicht, ne? Sweetie, where are you? Ich bin gar nicht hier. Sie weiß gar nicht, wo ich bin, habe ich recht? Oh. Nee, hat sie keine Ahnung gemacht. So. Let's celebrate together. Warum ist denn deine Stimme so benetzt? Dann spielen wir halt Spielchen. Na. Eieiei. Na. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schatzi, Bubu. Schatzi, Schnucki. Sie hat auch Spaß, ne? Na, Weihnachten. Sehr klasse. Ja, aber guck mal, als ob sie mich da unten nicht sieht. Also, jetzt mal kurz Butter bei den Fische, was ist denn das hier? Als ob sie mich da unten nicht hocken sieht, wenn sie hier reinkommt. Na gut. Sie geht rechts lang, dann gehe ich links lang. Oh mein Gott, das war Timing. Das war fucking Timing. Ah! Honey, don't make me hurt you. Bro, ganz ehrlich, die Einzige, die hier gerade irgendwen aus irgendeinem Grund wehtun will, bist du. Also, das ist jetzt hier wirklich nicht mein Bier, dass du hier so, also ich gebe hier wirklich mein Bestes, dass du hier dein Weihnachtsversteck hier bekommst. Das will ich damit sagen. Oh, Bolzenschneider. Ah, so ein Ding. Knick, knack. Hm. Oh, sie kommt schnell unter den Tisch, da sieht sie mich nicht. Mein Kaffee. Also, ja, schöne Fingernägel hat sie schon. Muss man mal so sagen. Die sind schon schick. Ah, das ist die nächste. So, eine Kugel brauche ich noch. Und ich glaube, ich weiß auch, wo ich lang muss. Aber dass sie hier so Ketten wastet, ne? Aber das ist Commitment. Das Commitment, was ich an meinem kleinen süßen Pony sehr appreciate. Ne? Knick, knack, knuck. Und dann können wir auch hier durch, oder? Die hat sich so einen richtigen... Der hat nicht so einen richtigen Escape Room gemacht. Ach, das ist ja schön. Das ist die Deko, die Joyce um ihren Tannenbaum hatte. Ah. La, 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 la. Das ist ihr Papa. Siebten Grad ist irgendwie. Das nicht. Ja! Knipp, knapp. So, und dann schmücken wir jetzt mal den Baum. Haben wir ja eben gesagt. So, hast du gesehen? Muss ich hier durch, wa? Oh, da ist sie ja! Joycey, ich hab die Weihnachtsdeko wieder angebracht. Meine Liebe. Oh, Joyce! Joyce! Entspann dich! Entspann dich! Joyce! Ah! Aber das ist falsch. Alle Geschichten, die heute erzählt wurden, sind tatsächlich so passiert, Digga. X-Factor macht keine halben Sachen. Und das ist das Ende der heutigen Folge. Mein Name ist Flumbi Bangi Schnau. Und das war die Weihnachtsausgabe X-Factor. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Tschüss. Thank you.